Und du, nee, du versuch die mal umzubrüllen. Rally, let's leave some reminders. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus, soweit. Okay, mein Priester ist umgefallen. Sei schnell mit dem Patronen hier weg. Ja. Let's go. Stand still. So. Gut. Das wäre geschafft. Following your lead. Du, heil mal ihn hier. Bisschen hoch. Jo. Vielleicht schaffen wir es wieder in den grünen Bereich. Ja, schaffen wir auch. Sehr gut. Okay. Of course. Dann gucken wir mal, was ist in der Flüstern des Jenwalds. Ein einhändiges Schwert. Oh, macht leichte Treffer zu Treffern. Okay. Genauigkeit gegen Geist, Schaden gegen Geist. Aber minus 3 Wille. Wird trotzdem mal mitgenommen. Ja. Hier scheint es irgendwie hoch zu gehen. Ah, hier auch. Okay. Burgwog-Team. Am Ende der Halle spürst du eine einladende Wärme, die ein aus Marmor gefertigter prächtiger Thron verströmt. Die meisterhafte Handwerkskunst des Thrones passt gar nicht zum eher praktischen Mauerwerk der Burg. In der Rückenlehne des Throns wurde das Relief einer verschleierten Frau eingeschnitzt, die mit hohlen Augen über die Herrenhalle wacht. Als du dich näherst, spürst du, wie die Wärme flukiert, als ob sie in Bewegung wäre. Aus dem Schnitzwerk schallt eine Stimme, von der die gesamte Festung durchdrungen wird. Another watcher in Cad Nua, glowing very brightly indeed to these eyes. What strange happenstance. Noch ein Wächter in Cad Nua, für meine Augen wahrlich eine leuchtende Erscheinung. Welch merkwürdiger Zufall. Ich suche nach Meerwald. As am I. If you should happen to find him, I would be glad to know of it. Each day his absence brings new dust to my halls, new cracks to my stones. It's shameful is what it is. The Earl would never have let it come to this. You are free to search for him here. I will unbar the way. Ich auch. Wenn Sie ihn finden sollten, will ich auch gerne davon erfahren. Jeder Tag seiner Abwesenheit bringt mehr Staub in meine Halle und mehr Risse in meine Steine. Es ist einfach nur schändlich. Der Graf hätte es niemals so weit kommen lassen sollen. Sie haben freie Hand hier, nach ihm zu suchen. Ich werde Ihnen den Weg freisperren. Du sagtest, dies waren deine Hallen? Not as a land is its lord's, more as a child is its mother's. This castle was my design, you see. The Earl appointed me to do it. I was getting on in years. I knew it would be my only chance to build something magnificent. Nicht so wie die Lande ihrem Fürsten gehören, eher wie ein Kind seiner Mutter gehört. Diese Burg habe ich entworfen, müssen Sie wissen. Der Graf hatte mir diese Aufgabe übertragen. Ich wurde älter, ich wusste, dass dies meine einzige Chance sein würde, etwas Großartiges zu bauen. When it was built, I couldn't bring myself to part from it. To go back to my lonely home. I begged the Earl to let me stay, to take care of it. It was all I wanted, and he granted it. Years later, when Bareth Sasha finally came calling, I begged the Earl to find a way to let me remain, and so he did. Als er gebaut wurde, brachte ich eine Trennung von ihm einfach nicht mehr über mich. Ich wollte nicht zurückkehren in meine einsame Behausung. Ich flehte den Grafen an, mich bleiben zu lassen, um mich meiner anzunehmen. Das war alles, was ich wollte, und er gewährte mir meinen Wunsch. Jahre später, als Berats Totengräber mich tatsächlich rief, flehte ich den Grafen an, einen Weg für mein Bleiben zu finden. Und das tat er dann auch, indem er dich zu einem Thron umfunktioniert hat. Erzähl mir mehr über Meerwald. He was a great man.
He came here one day, young with long hair and polished armor, and he banished the dark things that had come to lurk in this place after centuries of neglect. He could see the beauty of this place, the way it had been. So he claimed it for his own when no one else would take it. We worked together to restore it. Er war ein großer Mann. Eines Tages kam er hier als junger Mann mit werdendem Haar und polierter Rüstung an und vertrieb diese Wesen der Finsternis, die diesem Ort nach Jahrhunderten der Vernachlässigung lauerten. Er konnte die Schönheit dieses Ortes sehen, so wie sie früher gewesen war. Als sie niemand sonst haben wollte, beanspruchte er ihn für sich und zusammen arbeiteten wir am Wiederaufbau der Burg. But he began to grow distant some time ago. He never told me why. He retreated deeper and deeper into the keep, never leaving, sending servants for food, hiding himself from my sight. The restoration stopped. Now, to look at the place, you'd never know the progress we've made. In most places, it's worse than it ever was. And all I can do is watch it crumble around me. Vor einiger Zeit aber hatte er begonnen, immer distanzierter zu werden. Er sagte mir nie warum, sondern zog sich nur immer und immer tiefer in die Burg zurück. Er verließ sie nicht mehr, ließ sich das Essen von Dienern bringen und verbarg sich vor mir. Der Wiederaufbau wurde eingestellt. Die Stimme stößt ein wehmütiges Seufzen aus. Wenn man sich diesen Ort heute ansieht, kann man sich die Fortschritte gar nicht mehr vorstellen, die wir erzielt hatten. Fast überall ist es jetzt noch schlimmer als jemals zuvor. Und mehr als alles um mich herum einstürzen zu sehen, konnte ich nicht tun. Irgendwie traurig. Hast du eine Idee, wo ich mehr weit finden könnte? I can feel his presence faintly somewhere deeper inside the keep. But he uses his gifts to confound me, and my senses are dulled while he does so. I only wish I could know his mind. Ich kann seine Gegenwart schwach von irgendwo tief in der Burg spüren. Aber er benutzt seine Gaben, um mich zu verwirren, und solange er das tut, ist meine Wahrnehmung geschwächt. Ich wünschte, ich wüsste, was in ihm vorgeht. Bist du in diesem Thron gefangen? Imprisoned? At times it feels that way, I suppose. But it's more that I reside here. The throne was brought up from the ruins. One of the first things they found. As a last favor to a dying woman, the Earl arranged for me to be moved into it. Audra is an accommodating vessel for a soul. Ah ja, sie haben Audra in den Thron eingebaut. Also ich lese erst mal vor. Gefangen. Ja, manchmal fühlt es sich wohl so an, aber meistens empfinde ich es eher so, als würde ich hier wohnen. Der Thron wurde aus den Ruinen geborgen. Er war eines der ersten Dinge, die man fand. Als letzte Gunst für eine sterbende Frau sorgte der Graf dafür, dass ich in ihm gewürgt wurde. Adra ist ein verträgliches Gefäß für eine Seele. Also sie haben den Thron wohl aus diesen Ruinen im Norden gefunden, in denen ich zum Wächter wurde. Schätze ich mal. Also ich glaube, mit Ruinen meinen sie jetzt nicht die Burg hier selber. Die wurde ja von ihr gebaut. Und in dem Thron ist wohl Adra und sie haben ihre Seele in das Adra gesperrt. Oh, it's not as confining as it seems. I can feel the whole keep from here and all things that are tied to it. There's something about this throne and its construction. Or maybe it's something about this place. Ach, das fühlt sich gar nicht so beengend an, wie es scheint. Von hier aus kann ich die gesamte Burg und alle Dinge spüren, die mit ihr verbunden sind. Dieser Thron und seine Bauweise haben irgendetwas an sich. Vielleicht liegt es auch an diesem Ort selbst. Von welchem Grafen hast du gesprochen? Das haben wir noch gar nicht gefragt. Der Earl of Yenwood. The original, in fact, when Deerwood was a colony. He found this site, the only ruin Eir Glanfarth refused to defend, and he believed its wealth would be great. The keep was his way of defending his family's claim, and that claim became his obsession. He had to know what lay beneath. Den Grafen von Jenwald, und zwar den ursprünglichen, als Dürwald nur eine Kolonie war. Er fand diesen Ort, die einzige Ruine, die sich Eir Glanfarth zu verteidigen weigerte und glaubte, dass hier Reichtümer schlummerten. Die Burg war seine Methode, die Ansprüche seiner Familie zu verteidigen, und dieser Anspruch nahm von ihm Besitz. Er musste einfach wissen, was darunter lag. Nicht ganz so toll übersetzt, ein bisschen verwirrend. He devoted his life to excavating the ruins below the keep. They had been sealed with rock and soil. Deliberately, it would seem.
Years passed, and with them the Earl. He dug his entire life and never found what he sought. His obsession became his sons and his son's sons. And one day, that young Earl broke through. Er widmete sein Leben der Ausgrabung der Ruinen unter der Burg. Ah ja, okay, da wird der Thron wohl herkommen, die mit Fels und Erde versiegelt worden waren, und zwar anscheinend absichtlich. Jahre vergingen und der Graf mit ihnen. Er grub sein ganzes Leben und fand doch nie, was er suchte. Seine Besessenheit wurde zu der seines Sohnes und zu der seines Sohnes Sohnes. Und eines Tages brach der junge Graf durch. Was hat er denn gefunden? An endless maze, incomprehensible in its construction. But he would never come to learn more than that. Vile things had taken residence there. Vile and dangerous. They poured up through the keep and slew its residents, the Earl among them. Ein unendliches, in seiner Bauweise unverständliches Labyrinth. Mehr als das aber brachte er niemals in Erfahrung. Böse Wesen haben hier Einzug gehalten, böse und gefährlich. Sie stürmten durch die Burg nach oben und erschlugen ihre Bewohner, einschließlich des Grafen. Oh. After that, the keep remained abandoned, unused, wasted. Mayor Wall's mastery of this place was the first hope I'd had in 200 years. How I've longed to see it as it once was. Seitdem liegt die Burg verlassen da nieder, unbenutzt, verschwendet. Mehrmals Beherrschung dieses Ortes war meine erste Hoffnung seit 200 Jahren gewesen. Oh, wie ich mich danach sehnte, sie wieder so wie einst zu sehen. 200 Jahre lang, die muss sich doch ganz schön langweilen. I can only guess why all this has happened. I fear I've wronged the gods putting this place here, and they've doomed me to watch it wear away into dust. Ich kann nur vermuten, warum sich das alles zugetragen hat. Ich befürchte, ich habe den Göttern Unrecht getan, indem ich diese Burg hier baute, und würde dazu verdammt, sie langsam zu Staub zerfallen zu sehen, um meine eigene Torheit zu erleben. Ja, wir sollten jetzt mehr Wald suchen, also lebt wohl. Take care in your search. Many dangers lie in wait here. Sehen Sie sich bei der Suche vor, hier liegen viele Gefahren auf der Lauer. Okay, sie öffnet eine Tür für uns. Und wir können mit ihr reden. Nochmal reden. Okay. Hello. Du riechst nach Falle. Sicherheitshalber ein Quicksave. Ah, Schatzkammer, okay, die ist leer. Sure. Da sind schon mal ziemlich große Andeutungen darüber, dass das hier später unsere Burg, unsere Festung sein wird, die ich hier unten aufrufen könnte. So, gehen wir erstmal hoch. Ich bin neugierig, was wir im oberen Stockwerk finden. Außer noch mehr Phantomen. Der Wolf hat sich verkeilt. Hi. I can deal with this one. Okay, alle auf die Phantome, die sind nämlich garstiger als die. Als die. Schatten. Genau. In den Regalen haben sich Spinnen eingenistet. Okay. Und hier oben scheint schon mal nichts Wertvolles zu sein. Was ist hier? Diese Karte zeigt die alten Kolonialgrenzen des Dürrwaldes. Auf der Stelle des heutigen Trotzbucht ist eine Siedlung namens Neu-Dinrut markiert. Ah ja. Okay, wie viel hast du noch? 500. Das ist mehr als genug fürs Erste. Light, flame and sound. Wir gehen hier aber trotzdem mal mit Spähmodus durch. Ob sich vielleicht nicht hier irgendwo doch ein Secret versteckt.
Sieht aber schon mal nicht danach aus. Okay. Dann gehen wir hier wieder runter und gehen auf der anderen Seite mal hoch, gucken, was wir da noch finden. Genau, auf der Seite. Und dann schauen wir uns durch die Tür da um, die der Thron für uns geöffnet hat. Ah, Baracken. Es scheint gar nicht so, als ob dieses wackelige Artefakt nun von Spinnenweben. Es scheint gar so, als ob dieses wackelige alte Wrack nur von Spinnenweben zusammengehalten wird. Irgendetwas hat sich aus altem Heu und Matratzenfüllung ein Nest gebaut. Okay.